Hallo Leute und herzlich willkommen zum Speed Team Building hier in der GPL für den Spieltag Nummer 1. Wir spielen gegen Iga Lima Empoleon und das ist ein sehr defensives Team. Deswegen erstmal unsere Defensive. Wir fangen damit an. Sumpex soll als Switch in Nidoking dienen. Der Nidoking hat keine Pflanzenattacke und Sumpex ist ziemlich bulky. Kann dann die Tarnsteine legen, kann Sachen toxinieren oder natürlich Momentum mit der Rollwende generieren. Vielleicht drücken wir aber auch mal Erdbeben. Mal schauen. Die Giefelbeere bringt uns auf jeden Fall KP zurück. Fuyal ist ebenfalls ein Switch in das ein oder andere Mon, kann aber vor allem dafür sorgen, die nervigen Hazards zu entfernen und kann dann mit Blattgeißel, Dreifachachsel und dem Abschlag sowohl Durengard, was normalerweise in den Turbodreher gut reinkommen würde, abfangen, als auch alle anderen Mons sehr, sehr gut pressuren, insbesondere mit dem Speedboost durch den Turbodreher. Und da wir auch noch Schutzpolster haben, müssen wir uns auch keine Sorgen vor Statik oder einem Beulenhelm machen. Terrakium ist ebenfalls eine defensive Option gegen Zoroarks Unlichtattacken, aber natürlich selbstverständlich eine offensive Option gegen jedes einzelne Mon, dank Attacken wie Erdbeben und Vielender, die uns hier auf jeden Fall unterstützen. Ja, dann kommen wir auch schon zu Kaguron, denn Kaguron ist die Switch in Gardevoir, kann aber hier auch jede Menge Chip und vor allem auch Recovery für sich selbst, aber auch fürs Team generieren, was darauf ein bisschen angewiesen ist, durch Egelsamen. Den Delegator kriegt es auch safe gegen Tangela und Chanera raus, weil beide nicht über 50 KP Damage machen werden gegen uns. Und mit Luftschnitt auf der speziellen und Rambos auf der physischen Seite können wir vieles dann auch noch ordentlich anknacksen, insbesondere Gardevoir. Wir kommen zum witzigsten Set des heutigen Spieltags und das ist Kyurem. Auch der soll Tangela und Chanera, vielleicht auch Zapdos, abusen, um den Delegator rauszubekommen, um sich dahinter mit einem Drachentanz zu setupen und dann mit Eisbär und Dunkelklaue, was quasi das gesamte Team super, super hart trifft, ja, durchzugehen durch das Team oder zumindest ein riesiges Loch reinzureißen, während die Muschelglocke dafür sorgt, dass wir immer ordentlich KP mit dazu bekommen. Und zu guter Letzt brauchen wir noch einen Switch in den Quatermarkt, der unser Team ansonsten komplett zerreißen würde. Und das macht hier unser Walschal Elfun, denn das kann erstens reinkommen und zweitens kann es auch ein Walschal Quatermarkt outspeeden. Und da wir komplett speziell offensiv sind, mit einer Mondgewalt eliminieren, kann aber auch Momentum generieren, ebenso wie Sumpex, um dann eben Kaguron und Kyurem in Position zu bringen. Mit Spukball haben wir die nötige Coverage und mit Wechseldich haben wir auch die Option, unseren Walschal wieder loszuwerden und damit das ein oder andere Mon zu verkrüppeln. Ich bin gespannt, was es werden wird, diesen Spieltag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr vom Speed Team Building haltet, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.